Ja, vielen Dank, Frau Stockholm, Vorsteherin, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben diesen Tagesordnungspunkt auch nochmal uns auf der TO 1 gewünscht, weil, Frau Bock hat es gerade schon gesagt, es total wichtig ist, dass bei der Umgestaltung der Klimaanpassung unserer Stadt die Bürgerinnen und Bürger eine aktive Rolle spielen. Und in dem Fall ist es eben wieder so, es gibt eine Petition, die den Umgestaltung des NNAs fordert. Das ist ein Projekt, das auch nicht neu ist, aber es eben nicht vorankommt. Und in der Petition wird nichts Ungebührliches verlangt, sondern gewünscht wird ein begrünter Stadtplatz mit Bäumen, weil gerade in dem Bereich, das zeigen eben auch die Prognosen und die Berechnungen, die Hitze in der Stadt zunehmen wird und es dringend nötig ist, dagegen zu steuern, eben beispielsweise vor allem mit Bäumen. Und dafür entfallen dann Parkplätze, das ist klar, aber Parkplätze gibt es ausreichend in der Innenstadt. Und die Petentinnen und Petenten sagen auch, dass natürlich Parkplätze für Behinderte bleiben sollen und dass die Außengastronomie berücksichtigt werden soll. Und sie fordern, dass bis Ende des Jahres eine Planung dafür erstellt wird mit Bürger- und Ämterbeteiligung. Die Petition stammt vom Oktober 2023. Das heißt also, es wäre ein Vierteljahr Zeit eigentlich gewesen, eine solche Planung voranzubringen. Alle Fraktionen haben diese Petition im Ausschuss abgelehnt, mit vor allem der Begründung, dass es nicht so schnell geht und dass es ein Gesamtkonzept, einen Masterplan für die Innenstadt gibt und im Grunde war das Hauptargument, dass es irgendwann schon was in der Richtung geben wird, aber eben nicht jetzt. Und ich muss sagen, dass ich das nicht verstehe, weil im Haushalt der Stadt Kassel 2011 schon Mittel für die Umgestaltung des NNAs vorgesehen waren. Also eigentlich wird seit über 15 Jahren über diese Frage nachgedacht und jetzt wäre wirklich höchste Zeit, ins Handeln zu kommen. Es ist natürlich klar, dass die Ressourcen begrenzt sind in der Stadtverwaltung und natürlich auch finanziell, aber ich muss mal sagen, in derselben Sitzung des Klimaschutzausschusses, in der diese Petition abgelehnt worden ist, ist ein Antrag der Koalition beschlossen worden, in dem die Prüfung höhengleicher Straßen sozusagen jetzt vorangetrieben werden soll. Wir hatten eigentlich die Idee, dass es dabei um Fußgängerüberwege geht, aber keinesfalls, wir haben es alle in der Bahn abgelesen. Gedacht ist an Brücken, Untertunnelungen, an Überbrückungen, damit der Autoverkehr ungehindert und umso besser fließen kann. Dafür werden jetzt Ressourcen bereitgestellt und auch Geld in die Hand genommen. Und aus unserer Sicht ist es wirklich unverständlich, dass da so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, während ein solches Projekt, das wirklich auf der Tagesordnung stehen müsste, nach dem